hat mich diese Schlange ziemlich in der Zange. Bilder aus der vietnamesischen Schlangengrube. Dies ist die Empfangsdame der Dong Nam Schlangenfarm von My Tho. Und hier kann man es hören, das Fauchen der Kobra. Ratan Nguyen Hu Vien weiß, mit den aggressiven Tieren umzugehen. Seit 19 Jahren arbeite ich hier, sagt er. Früher war ich Soldat. Die Farm ist von einem ehemaligen Offizier gegründet worden, 1977, nach dem Krieg. "20 Schlangenarten werden hier gezüchtet. Alle sind hochgiftig, manche gar über einige Distanz noch gefährlich. Das passiert nicht selten, die Kobra hat ihn angespuckt. Das Gift dringt nicht durch den Kittel, auch nicht durch die Haut, aber es könnte ins Auge gehen, sagt Nguyen Hu Vien. Touristen bringen einen Teil des Profits für die Dong Nam Schlangenfarm, aber dies ist kein Zoo, erst recht kein Streichelzoo. Yen weiß gar nicht, wie viel 100 Schlangen auf der Farm leben, nur die großen sind genau registriert. Die Kobras hier kommen auch in der freien Natur des Landes vor. Während des Vietnamkrieges ging unter den amerikanischen Soldaten ständig die Angst um vor der King Cobra. Diese Schlangen, sagt er, sind hochgefährlich. Ein halbes Gramm Gift reicht aus, dich zu töten. Diese merkwürdige Begegnung der surrealen Art gehört auch zum Besuch auf der Farm bei My Tho im Mekong-Delta. Die weiße Schildkröte gilt als eines von nur zwei überhaupt existierenden Exemplaren. Angeblich soll sie 200 Jahre alt sein. Es wurde untersucht, ob das US-Kampfgift Agent Orange aus dem Krieg verantwortlich für die Mutation ist, sagt er. Es sieht nicht danach aus. Es wird erzählt, dass diese Tiere 1000 Jahre alt werden. Da hätte sie noch einiges vor sich. An dieser Viper will uns Vien zeigen, was der eigentliche Zweck der Schlangenfarm ist. Vorbereitung für das Abzapfen von Schlangengift. Das Gift geht ins Labor, sagt er. Das macht Serum gegen Schlangenbiss daraus und Medizin gegen Schmerzen. Hochgefährliche Operationen an der offenen Schlangengrube. Das ist Schlangenfraß. Zeit für die Fütterung der Raubtiere. Die Touristen sehen es mit gemischten Gefühlen. Schlange frisst Schlange. Und sie will auch nichts davon abgeben. Vien hält respektvoll Abstand. Die Tiere sind extrem futterneidisch, würden sich im Zweifel gegenseitig fürs Fressen umbringen. Nein, sagt er, ich bin noch nie gebissen worden. Ich bin sehr vorsichtig. Ein bisschen unheimlich ist schon auf der Schlangenfarm von Vietnam. Asiens Frauen sind süß. Sie holen dem Manne das Bier und halten sich aus allem Wichtigem heraus. Oder? Wohl eher
nicht. Wir stellen vor, die Boom Lady von Saigon. Saigon. Die Stadt heißt heute offiziell Ho Chi Minh City, aber ihre Bewohner sind viel zu beschäftigt. Sie rackern und rasen, handeln und spekulieren. An den alten Kommunistenführer und Staatsgründer Ho Chi Minh denkt hier kaum noch jemand. Das Wahrzeichen der Stadt ist das rasende Moped. Der Saigon River heißt auch heute noch so. An seinem Ufer schlägt das kapitalistische Herz der Stadt. Und dies millionenteure Hochhaus gehört einer der reichsten Frauen von Vietnam, Duong Tham Thuy. Frau Thuy inspiziert den Ausbau einer der Luxus-Apartments in ihrem Haus. Vor 20 Jahren, sagt sie, war sie so arm wie die Arbeiterin hier. Die Lohnkosten in Vietnam, sagt sie, sind auch heute noch niedrig. Und wenn sie mit den Handwerkern redet, wird es ganz klar, sie ist der Chef hier. Dass Frauen in Finanzdingen das Sagen haben, hat durchaus Tradition in Asien. Diese Apartments vermietet sie an vornehmlich japanische Geschäftsleute für 3 Zimmer, einige 1.000 US-Dollar. Vor 4 Jahren, sagt sie, habe ich das Land hier gekauft. Sein Wert hat sich inzwischen verdreifacht. Durchs rasende Moped-Gewühl, Frau Thuy unterwegs zu ihrem anderen Hochhaus im teuersten Viertel von Ho Chi Minh City. Touristen spielen Vietcong. Colonel Pham Thanh Thanh spielt bisweilen den Fremdenführer in den Tunnel von Cu Chi bei Saigon. Der Colonel kämpfte einst aus den Tunneln heraus jahrelang gegen die US-Armee. Der Panzer steht noch da, wo wir ihn damals geknackt haben, sagt er. Das Schlachtfeld von damals ist heute eine Art Guerilla-Park für Touristen. Action an der Kalaschnikow. Der Colonel guckt amüsiert und hilft beim Ballern. Die ausländischen Touristen wissen nicht, wie schlimm es damals war im Krieg, sagt der Colonel. Und unsere jungen Vietnamesen auch nicht. In fließendem Japanisch demonstriert Frau Thuy, was sie letztlich reich gemacht hat. Sie kann verkaufen. Mit solchen Stickereien machte sie ihr erstes Geld Anfang der 80er Jahre. Handarbeit, die auch heute noch billig zu kaufen ist. Für so eine Tischdecke brauchte ich 10 Tage, sagt sie. Aber ich konnte teurer verkaufen als die anderen, denn ich wusste, was die Kunden wollten. Damals waren es die Russen. Ich sprach Russisch, sagt sie. Heute hat sie eine Kette solcher Läden. Die Russen gingen, es kamen Japaner und Kunden aus dem Westen. Frau Thuy hat 2 Söhne. Gia ist 14, geht auf die internationale Schule. Er sieht doch aus wie ein Ausländer, sagt sie stolz. Aber er gleicht dem Vater. Ja, Gott sei Dank, sagt sie. Neben Frau Thuys Geschäftshaus residiert sozialistische Verwaltung. Und nicht weit davon auch der Gemüsehöker. Nicht alle Menschen in Ho Chi Minh City sind reich. Die Schönen und die Reichen Vietnams treffen sich in Frau Thuys Restaurant. Erst wenige Vietnamesen können sich solchen Luxus leisten. Viele Gäste sind Ausländer. Saigon ist ein Tummelplatz für Investoren und Unternehmungslustige aus aller Welt. Frau Thuys Küchenchef kommt aus Deutschland. Er sieht Vietnam als eine große Chance für sich und vor seiner Chefin hat er durchaus Respekt. Sie kann schon sagen, wo es lang geht. Ja, das ist gut, ja. Dies wird demnächst ihr privates Penthouse, 600 Quadratmeter. Hier wohne ich, dort die Kinder und mein Schwiegervater. Der nämlich hat ihr einst das Startkapital von $1.000 gegeben. Sie wurde reich, als 1986 Vietnams Regierung privates Wirtschaften erlaubte und sich für Ausländer öffnete. Frage, wie reich sind Sie? Eine Freundin von mir ist Ärztin, sagt sie, sie verdient $2.000 im Monat und hält sich für reich. Eine andere Freundin hat 5, 6 Millionen Dollar. Sie denkt, sie ist arm, sie will mehr. Ich weiß nicht, sagt sie, ob ich reich bin. Sie will mehr. Und jetzt fragst du mich, wo, Eric? Ich weiß nicht.
In Frau Thös Restaurant lagern teuerste Weine, aber ein Viertel aller Vietnamesen lebt unterhalb der Armutsgrenze. Warum geht es dieser Familie besser? Frau Thös Ehemann hat eine einfache Erklärung. Wir haben hart gearbeitet und vielleicht haben wir einfach Glück gehabt, sagt er. Meine Frau kann was und sie spricht viele Sprachen. Eigentlich, sagt der etwas freche Sohn von der Seite, eigentlich macht alles die Mama. Zurück auf dem Touristenschlachtfeld von Cu Chi und bei Colonel Tan. Die Tunnel sind für die Touristen erweitert worden. Die echten Tunnel des Vietcong waren viel enger, sagt der Colonel. Was er vom neuen Reichtum Vietnams hält, die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind zu groß, sagt er. Ho Chi Minh war für Gleichheit und er hat uns immer ein einfaches Leben empfohlen. Er wäre über das Vietnam von heute nicht erfreut. Ho Chi Minh City, kapitalistische Boomstadt. Frau Thuy, typisch asiatische Frau, meint es ganz ernst. Mein Glück steht in meinen Händen. Ich habe an der Börse 5 Millionen Dollar verdient, weil ich rechtzeitig verkauft habe, sagt sie. Ich bin gar nicht clever, ich habe nur starke Glückslinien. Der alte Gouverneurspalast von Saigon, heute Sitz des Volkskomitees. Vietnams Kommunisten haben die Kolonialmacht Frankreich verjagt, die USA besiegt und nun wird ihr Land täglich kapitalistischer. Wir sind in der Altstadt von Hanoi und wie man sieht, gibt es hier ein Parkplatzproblem für Mopeds. Nun stellen Sie sich vor, alle Leute, die heute ein Moped fahren in Hanoi oder auch in Saigon in Vietnam, kaufen sich stattdessen ein Auto. Wir stellen vor, die Frau, die mit dem Moped zu ihrem Auto fährt. So sieht er aus, der alltägliche Verkehrsalbtraum von Hanoi. Jeder zweite der 3 Millionen Einwohner hat ein Moped. In den Gassen der traditionellen Viertel herrscht Parkplatznotstand. Eigens dazu bestallte Wächter quetschen Mopeds in winzige Parklücken und kassieren Gebühren. Dafür friemelt der Wächter dem rückkehrenden Besitzer sein Moped auch wieder heraus. Alltag in der Altstadt von Hanoi. Nguyen Duy Thuy wohnt in der Altstadt. Ihre Familie hat dort ein Goldgeschäft, darüber liegt ihre Wohnung. Frau Thuy benutzt ihren Roller nicht, um damit zur Arbeit zu fahren. Zur Arbeit fährt Frau Thuy mit dem Auto. Ihren Roller braucht Frau Thuy, um zu ihrer Garage zu kommen. Eine Viertelstunde ist sie dorthin unterwegs. Seit einem Jahr besitzt Frau Thuy diesen Wagen. Damit gehört sie zur wachsenden Zahl der Besitzer von privaten PKWs in Vietnam. Frau Thuy ist erfolgreiche Geschäftsfrau, 33 Jahre alt, Besitzerin eines Restaurants und Reisebüros, geschieden, ein Kind. Von der Garage geht's zur Arbeit. Was wird eigentlich passieren, wenn die Mopedfahrer von Hanoi eines Tages reich genug sind, um sich ein Auto zu kaufen? Chaos, sagt sie. Chaos. Frau Thuys Wohlstand beruht auf der Liberalisierung der vietnamesischen Wirtschaft durch die kommunistische Führung. Doi Moi, Öffnung, heißt die vor 20 Jahren eingeführte Politik. Sie brachte Wachstum, viele Mopeds und jetzt auch Autos. Vor der Oper aus französischen Kolonialzeiten sind sie noch unterwegs. Die Cyclo, die Rikschas, die einst neben den Fahrrädern das wichtigste Verkehrsmittel in Hanoi waren. Fahrer Phan Than Ha transportiert heute fast nur noch Touristen durch die Viertel der gepflegten Kolonialbauten. In der Altstadt wieder Verkehrsgewühl, mehr und mehr Privatautos. Die Zahl der privaten Pkw in Vietnam steigt pro Monat um 3.000 bis 4.000.
Schlimm, sagt Herr H. Mehr Autos bringen noch mehr Verkehrsstaus. Dann wollen die Touristen auch lieber Auto fahren und ich habe keine Arbeit mehr. Rush Hour in Ho Chi Minh City. Das Moped Tohu Wabohu in der südlichen Metropole ist noch schlimmer als in Hanoi. In ganz Vietnam gibt es 15 Millionen Mopeds. Die Zahl der Privatautos im Land ist dagegen noch bescheiden, eine gute halbe Million. Aber überall machen neuerdings Autohandlungen auf. Das Auto wird zum neuen Mittelstandssymbol. Noch vor 5 oder 6 Jahren wagte kaum jemand davon zu träumen. Seit einigen Monaten ist der Import von Gebrauchtwagen zugelassen. Allerdings verteuern noch hohe Zölle die Verkaufspreise. Frau Pham Thanh Binh ist mit ihren beiden Töchtern per Moped aus der Provinz angereist. 20.000 US-Dollar hat sie dabei, knapp 16.000 Euro. Wir suchen schon den ganzen Tag, sagt sie, alles zu teuer. Familie Binh steigt vorläufig wieder aufs Moped. Noch hält die Regierung mit Zöllen und Steuern die Zahl der Autos niedrig. Ordentlich, sauber, effizient, deutsch. Die Mercedes-Benz-Fabrik in Ho Chi Minh City. Viele internationale Autofirmen spekulieren auf künftig wachsenden Markt und produzieren schon heute in Vietnam. Noch sind Vietnams Städte alles andere als autogerecht, aber das wird sich ändern und damit der Charakter des ganzen Landes. Man muss natürlich dann sowas wie Umgehungsstraßen bauen oder Ähnliches, obwohl wir es alle bedauern. Das ist ein richtiger Charme, den die Städte haben. Man hat ja irgendwie, hat man den Eindruck, das dörfliche Leben einfach in die Stadt verfrachtet. Ja. Und diese kleinen Geschäfte überall, gut, es wird sich eben verändern. Ich meine, vor ein paar Jahren, als ich zum ersten Mal hier war, waren das alles Fahrräder und jetzt sind es alles Motorräder. Es werden sicher nicht alles Autos werden, aber es wird sich natürlich weiterentwickeln. Zurück in Hanoi. Frau Thuy hat Feierabend. An ihrer Garage wird sie gleich wieder aufs Moped umsteigen. Die Altstadt, wo ich wohne, sagt sie, ist für Autos einfach nicht geeignet. Irgendwann werde ich woanders hinziehen, sagt sie, dorthin, wo Platz für Autos ist. Langfristig, sagt sie, werden dafür neue Städte entstehen. Dies ist die Einfahrt zu einer neuen Stadt, nicht weit von Hanoi. Geplant und gebaut von einem indonesischen Großunternehmen. Perfekt autogerecht. Die Villen sind vorerst nur für sehr reiche Leute und Ausländer erschwinglich, aber rund um Hanoi wachsen auch Wohnblocks für Mittelschichtbedürfnisse. So wird sie wohl aussehen, die Zukunft. Ein kleiner Zusammenstoß, Alltag im Mopedgewühl. Frau Thuy hat ihr Auto in die Garage gebracht, mit dem Roller geht's nach Hause in die Altstadt von Hanoi. Bisher sind sausende Mopeds das Symbol des vietnamesischen Wirtschaftswunders. Demnächst werden es wohl Autos und Wohnblocks sein. Angkor Wat, das ist für uns der Inbegriff des mystisch-romantischen Asien, ebenso wie die Grazie der über 1000 Jahre alten Tänze des kambodschanischen Königsballetts. Für die Menschen hier ist freilich beides noch viel, viel mehr. Für Kambodschaner ist der Tanz und der Tempel Ausweis historischer Hochkultur, kultureller und politischer Blütezeit. Auf beides sind sie mit Recht stolz. Das ist Chin Chan Suda. Sie ist 21 Jahre alt und dies ist die Nacht der Nächte für sie. Für den Auftritt des Königlichen Balletts von Kambodscha gibt es keinen angemesseneren Ort als diesen. Suda tanzt vor den Türmen von Angkor Wat. Angkor Wat, das ist der Inbegriff eines mystisch-romantischen Asien und einer der größten internationalen Touristenattraktionen. Aber tausende von Besuchern machen Angkor inzwischen zu einer Art Rummelplatz. Okay.
Wir aber haben das Glück, die wahre Würde von Angkor zu sehen, zusammen mit Chen Chan Soda, der prima Ballerina des Königsballetts. Soda und ihre Freundinnen kommen zum Beten hierher. Sie bitten Buddha um Erfolg auf der Ballettbühne. Alle drei Frauen gehören zur Elitetruppe des Royal Ballet, spezialisiert auf die Rolle der Apsara, der Tänzerin des Himmels. Reliefbilder der Apsara zieren die Tempelwände von Angkor. Für unsere drei hier sind das buchstäblich Berufskolleginnen. Ja, sagt Soda, wir fühlen uns ihnen verbunden. Wir tanzen in ihrem Stil, tragen dabei die gleichen Kleider und Frisuren. Angkor mag heute überlaufen sein, aber für Kambodscha sind die Tempelanlagen Ausweis nationaler Würde und kultureller Identität. Die modernen Apsara, wie unsere Soda, fühlen sich als Bewahrer des Kulturerbes von Kambodscha. Minenopfer machen Musik für Almosen. Angkor war im Bürgerkrieg von den Roten Khmer vermint worden. Kambodscha, das Land der Killing Fields, hat unglaubliches Leid gesehen und ist auch heute noch bitterarm. Der teils vom Dschungel durchwucherte Tempel Taprom ist 800 Jahre alt. Kambodschas Blüte liegt lange zurück. Der Kontrast zwischen historischer Hochkultur und heutiger Armut tut gerade jungen Leuten weh. Es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen, sagt Soda vor dem Relief ihrer frühen Vorgängerinnen. Es macht traurig, sagt sie, zu sehen, wie arm wir heute sind. Stolz sein können wir auf unsere Vergangenheit. Als Bewahrerin des Erbes von Angkor verdient Chen Chan Soda pro Monat weniger als die Touristen pro Tag ausgeben. Umgerechnet keine 40 Euro. Der Staat hier hat kein Geld für Kultur. Am Nachmittag Proben vor Angkor Wat. Es ist der absolute Höhepunkt eines Bühnenjahres, wenn das königliche Ballett von Kambodscha vor dieser Kulisse tanzen darf. Unser Ensemble tanzt genauso wie die Tänzerinnen der Steinreliefs von Angkor Wat, sagt Direktorin Nala Him. Ja, sagt sie, dies ist die Elite des klassischen Balletts. Wir repräsentieren Kambodscha in der ganzen Welt. Soda hinter der Bühne in einem Zeltverschlag wird geschminkt und anprobiert. Noch eine Stunde bis zum Auftritt vor dem berühmtesten Tempel von ganz Asien. Westliches Vorspiel. Eine französische Balletttruppe tanzt in der Tropennacht zu Mozarts Requiem. Gleichzeitig spendet die alte Kolonialmacht Frankreich für Kambodschas Königsballett. Hinter der Bühne, die Ballettchefin assistiert beim Anlegen der Krone. Soda tanzt seit ihrem 8. Lebensjahr, aber noch immer ist sie vor dem Auftritt aufgeregt. Soda tanzt heute Abend die weiße Apsara, sagt Nala Him. Sie führt die anderen. Und dann der Auftritt. Jedes Detail, jede Handbewegung ist exakt einstudiert und hat eigene Bedeutung. Ebenso der Ausdruck des Gesichts. Experten übrigens bezweifeln,
dass Kambodschas klassischer Tanz nur auf die Angkor-Zeit zurückgeht. Bewegungen und Kostüme zeigen spätere Einflüsse aus dem Nachbarland Thailand. Aber welche Rolle spielen solche Zweifel schon in der Nacht der Nächte für den Star Chen Chan Sodar? Die Ebene der Tonkrüge gehört zu den geheimnisvollsten Orten der Erde. Denn niemand weiß, wer in grauer Vorzeit hunderte solcher Krüge hier aufgestellt hat. Und die Arbeit der Archäologen ist schwierig und vor allem gefährlich. Denn kein zweites Gebiet der Welt ist so verseucht mit Minen und alten Bomben moderner Kriege. Es gehört zu den großen Rätseln der Menschheit. Das Weltwunder der steinernen Fässer im Hochland von Laos ist noch weitgehend unerforscht. Der Grund dafür sind Bomben. Die Archäologin Julie van den Berg aus Belgien und ihr laotischer Kollege Samlane Luangafai arbeiten in einem vom Krieg gezeichneten Gelände. Bombenschäden, erklärt Samlane, ausgerechnet dies Gebiet der 2000 Jahre alten Kulturdenkmäler war eines der blutigsten Schlachtfelder im Vietnamkrieg. Zwischen den Steinfässern verschanzten sich vietnamesische und laotische Truppen. Ihr Kriegsgegner Amerika antwortete mit den schlimmsten Bombardements der modernen Kriegsgeschichte. An den Folgen leidet noch heute das ganze Land. Munitionsfunde gehören 30 Jahre nach Kriegsende zum Alltag in Laos. Hier werden gefundene Blindgänger beseitigt. Solche Bilder sieht man täglich. Ein Drittel der Fläche von Laos gilt als munitionsverseucht. In einem Alteisenlager nahe der Stadt Ponsavan noch immer sammeln Bauern unkontrolliert Bomben aus ihren Feldern, um das Altmetall zu Geld zu machen. Niemand weiß, ob hier nicht eine noch scharfe Bombe lauert. Hier rosten auch die berüchtigten Clusterbomben. 80 Millionen Stück wurden über Laos abgeworfen. Etwa jede dritte blieb als Blindgänger im Boden. Ein Trupp der staatlichen Räumorganisation Uxolao sucht ein Reisfeld nach Clusterbomben ab. Etwa 10% der Bombensucher sind Frauen. Fundstellen werden zunächst grob markiert, dann folgt die Feindsuche. Die Geräte stammen aus Deutschland. Clusterbomben können jahrelang im Boden liegen, dann plötzlich explodieren. Frage an Bonsut Dang Savan. Sie verdient umgerechnet 150 Euro im Monat. Haben Sie keine Angst? Nein, sagt sie, wir sind gut ausgebildet. Drei solcher Clusterbomben findet der Trupp allein in diesem Feld. Für die Sprengung werden Sandsäcke gefüllt. Pro Kopf der Bevölkerung ist Laos das am meisten bombardierte Land der Welt. 2 Millionen Tonnen Bomben warfen die USA im Vietnamkrieg hier ab, mehr als im Zweiten Weltkrieg auf Deutschland und Japan zusammen. TNT für die kontrollierte Sprengung. Seit 10 Jahren sucht und beseitigt Uxolao systematisch Munition mit internationaler Hilfe. Es wird noch viele Jahrzehnte dauern, bis alle Felder geräumt sind. Noch immer sterben in Laos jährlich über 100 Menschen durch alte Bomben. Allein hier, nahe dem Weltwunder der Steinfässer, gab es in diesem Jahr bereits 3 Tote. Fünfzig Gruppen dieser urzeitlichen Steinfässer stehen im laotischen Hochland. Erst 3 davon sind frei zugänglich, die anderen sind noch bombenverseucht. Das ist schlimm, sagt der Archäologe, es ist doch unser kulturelles Erbe. Aufbruch zu einer Expedition. Unser Archäologenteam wird einen der Steinbrüche untersuchen, wo vor 2000 Jahren die Steinfässer aus dem Fels gehauen wurden. Laos will, dass sein Kulturdenkmal in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wird. Dazu aber müsste man mehr darüber wissen. Bis heute ist unbekannt, welches urzeitliche asiatische Volk die Fässer errichtet hat und zu welchem Zweck das geschah. Aber so unglaublich das klingt, unsere beiden Forscher sind die einzigen, die sich vor Ort um diese Fragen kümmern, noch dazu mit kleinstem Budget.
Die beiden Archäologen klettern durch gefährliches Gelände. Hier ist noch kein Munitionsräumtrupp je hingekommen. Oh my God, wow. Ein halbfertiges Steinfass. Im deutschen Sprachgebrauch heißt das Gebiet Ebene der Tonkrüge. Ein Übersetzungsfehler. Es sind Fässer aus Stein. Die Gebilde sind bis zu 3 Meter hoch und wiegen zum Teil mehr als 10 Tonnen. Julie van den Berg ist begeistert von diesen Funden, aber Frage, ist es nicht gefährlich an diesem Berg? Yes. Yes, it is. Yes. Ja, sagt sie, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf Munition treten. Aber was sollen wir sonst machen? Und ihr laotischer Kollege macht klar, Bomben räumen kostet Geld. Das ist knapp. Es gibt, sagt er, vorerst andere Prioritäten. Bei unserer Rückfahrt durch die Dörfer wird deutlich, warum Laos wenig Geld für das Kulturdenkmal hat. Laos gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Menschen hier erwarten von der kommunistischen Führung bessere Wasserversorgung und die Räumung von Bomben auf ihren Feldern. Ein weiterer Räumtrupp von Uxo Lao hat Clusterbomben ausgemacht. UXO steht für Unexploded Ordnance, nicht explodierte Munition. UXO Lao ist der größte Arbeitgeber im Land. Laotische Touristen stolz auf ihr Erbe. Vom internationalen Tourismus ist dies Weltwunder noch weitgehend unberührt, wegen der Bomben. Der mächtige Mekong ist eine asiatische Ikone. Auf seinem Weg hinab aus China durch Südostasien ist der Fluss der große Lebensspender der Region. Aber der Mekong gilt als gefährdetes Flusssystem. Wir wollten wissen, warum das so ist. Wir haben ihn bereist, den großen Fluss von Asien. Der Mekong-Riesenwels ist der größte Süßwasserfisch der Welt. Aber die Art ist vom Aussterben bedroht. Im Mekong, dessen Namen er trägt, kommt er praktisch nicht mehr vor. Meta Kachapichat ist Biologe in diesem Fischforschungszentrum im Norden von Thailand. Er züchtet den Riesenwels in dafür angelegten Fischteichen. In freier Natur würde diese Welsart noch viel größer, aber dort findet man sie nicht mehr. Seit China im Oberlauf des Mekong Staudämme gebaut hat, sagt er, sind die Wanderungswege der Welse blockiert. Sie kommen nicht mehr an ihre Laichgründe. Stark ist er jedenfalls, der Mekong-Riesenwels. Der mächtige Mekong, die Hauptschlagader von Südostasien, Wasserspender der Reisfelder wie hier im Mündungsdelta in Vietnam. 100 Millionen Menschen gibt der Fluss Nahrung und Arbeit, aber die Zukunft des Flusses ist ungewiss. Umweltschützer halten den Mekong für gefährdet. Angesichts dieser Wasserwelt in Vietnam mit ihren Fähren und Frachtern, demnächst überspannt von gewaltigen Brücken, ist es nur schwer vorstellbar, doch das Wasser wird knapp. Weil der Fluss an der Mündung weniger Druck macht, dringt mehr Wasserfluss auf, das Delta versalzt. Bauer Tran Van Phuoc in der Delta-Provinz Ben Chi führt seine mageren Rinder auf magere Weide. Er wohnt an einem Nebenarm des Mekong, aber das Wasser taugt nicht. Nicht zum Trinken, nicht zum Bewässern der Reisfelder. Mit genug Wasser könnte es 2 Ernten geben. Hier gibt's nur eine, wenn genug Regen fällt. Ich habe das Land geerbt, sagt er. Es ist schlechtes Land. Wir sind nahe am Meer. Das Seewasser versalzt den Boden. Im Dorf Anduk lebt 1/3 der Einwohner unterhalb der Armutsgrenze. Wir sind arm, sagen die Frauen, weil man uns kein Wasser herbeischafft. Vier bis fünfmal pro Tag radelt die Frau von Bauer Phuoc zum 3 Kilometer entfernten Brunnen, um Trinkwasser für die Familie zu kaufen. 2 Eimer Wasser kosten umgerechnet 2 Cent, aber das ist viel Geld hier.
10% des Familieneinkommens geht für Trinkwasser drauf und das mitten im Delta des Mekong. Hinter unseren Häusern fließt der Fluss, sagt die Brunnenverwalterin, aber er ist zu nichts Nütze. Noch mehr Staudämme, noch mehr intensive Landwirtschaft im Oberlauf des Mekong, so weiß man in Vietnam, wird das Problem noch weiter verschärfen. Knapp 2000 Kilometer flussaufwärts, unterwegs mit dem lokalen Passagierboot in Laos. Das Land ist derzeit in bei Abenteuertouristen. Zur Trockenzeit sinkt der Pegel des Flusses hier stets um mehrere Meter. Die Stromschnellen werden bei flachem Wasser ziemlich gefährlich. Der Mekong ist ein nicht regulierter, noch weitgehend wilder Fluss. Aber neuerdings, sagt unser Bootsmann, gibt es zur Trockenzeit noch weniger Wasser als sonst. Liegt es an den Dämmen der Wasserkraftwerke weiter oben in China oder am Klimawandel? Wer weiß, sagt er. Das hört man häufig entlang des Mekong. Mit dem Fluss stimmt neuerdings etwas nicht. Wir sind am Goldenen Dreieck, einst als Drogenzentrum berüchtigt. Rechts Laos, links Burma, hinter uns Thailand. Hier beginnt der Oberlauf des Mekong. Mehr und mehr Frachter aus China kommen hierher. Der Mekong wird zur Handelsader zwischen China und Südostasien. Die Fischer im Goldenen Dreieck sind nicht sonderlich glücklich mit der neuen Entwicklung. Der Fischer Nin Lapsurimang hat Besuch. Smart Fulayao arbeitet für eine thailändische Umweltschutzorganisation, die kritisiert die Staudammprojekte in Thailand und vor allem in China. Chinas Dämme, sagt er, stören den natürlichen Wechsel zwischen Hoch- und Niedrigwasser. Das zerstört den Lebensrhythmus der Fische hier. Immer mehr Fischarten sterben aus. Die Fischersiedlung Sop Ruak auf der thailändischen Seite des Mekong wird seit Jahren immer kleiner. Das Fischen ohnehin nur noch Nebenerwerb lohnt sich immer weniger, sagt der Mann der Umweltorganisation. Die Frachter aus China, die wachsende Zahl der Touristenboote, die Staudammprojekte gefährden das gewohnte Leben hier, sagt er. All die Entwicklung begünstigt große Unternehmen, sagt er, nicht die einfachen Leute. Die internationale Mekong River Commission, gebildet von den Anrainerstaaten Vietnam, Kambodscha, Laos und Thailand dagegen, setzt auf Entwicklung und hält all die Sorgen für übertrieben. Statistisch sinkt weder der Wasserstand noch der Fischbestand, sagt der Experte. Mag sein, dass die Fische kleiner sind, mehr kleine Fische, weniger große Fische. Für den Mekong-Riesenwels ist das keine gute Prognose. Einige gezüchtete große Fische sind im Mekong ausgesetzt worden, aber ihr Bestand dort hat sich dadurch nicht erholt. Eine Überlebenschance hat die Art wohl nur in den Zuchtbecken. Eine der großen Mythen des mächtigen Mekong endet hier. Ob Chinas Staudämme allein dafür verantwortlich sind, bleibt unklar. Zwei sind bereits gebaut, viele weitere geplant. Das Nachtleben von Bangkok ist berüchtigt. Eine Nacht in Bangkok, das gilt als der Traum des Sextouristen. Aber das Nachtleben des modernen, jungen Bangkok ist ganz anders, ist hip und trendy. Wir stellen vor die Nachtbar, in der man gleich ins Bett geht. Geduld, Geduld, dies ist noch nicht die Bettbar, für die ist es noch zu früh. Dies ist erst einmal das Höchste. Wir sind in der Sky Bar im 63. Stock des State Tower Hochhauses in Bangkok. Unter uns die Skyline. Jetzt geht's ins Bett. Le Bed Supper Club, die Spielwiese der Jungen, Schönen und Reichen. Mit
coolem Design und hyper-trendy Shows hat sich die Kreuzung aus Disco und Restaurant zur ersten Chill-Out-Adresse hochgehypt. Abendessen im Bett. Und bei Bedarf legen dienstbare Geister im Bett auch Hand an. Am Abend, je später, desto Promi, strömen die Models heran. Hier kommt Yo, das Supermodel von Bangkok, immer am Handy. It's party time. Yo, 27, mit bürgerlichem Namen Yosavadi Hasadivichit, sagt, wie es ist. Wenn ich ausgehe, gibt's nur einen Grund dafür. Ich will Spaß. Denk nicht so viel. Hab Spaß. Also rein in die gute Stube der gemachten Betten. Der Mann mit dem Krauskopf macht Stimmung. Jo und ihre Schwester nippen Champagner. Wie Jo bei dem Krach noch telefonieren kann, bleibt ihr Geheimnis. Das Barpersonal schwitzt, alle anderen bleiben cool. Sehen und gesehen werden, alle Wege führen ins Bett. Die Partner finden sich, wohl auch Models. Bangkok will eine internationale Modestadt werden. Die Modelszene boomt, männlich wie weiblich. Modemodels dürfen umsonst herein. Gewöhnliche Sterbliche zahlen umgerechnet 15 Euro. Das halbe Monatsgehalt einer Verkäuferin in Bangkok. Verkäuferinnen kommen darum auch nicht. Jo ist einfach perfekt. In der Kunst mit vielen Worten wenig zu sagen. Hier sagt sie, bin ich am liebsten. Uns zieht's noch einmal zurück zum State Tower und der Sky Bar. Die gehört einer umtriebigen Hotelgesellschaft, spezialisiert auf ausgefallene Luxusgastronomie. Die steht in Thailand, einem Land der dritten Welt, ganz offenbar in Blüte. Warum eigentlich? In Entwicklungsländern gibt es nur zwei Einkommensgruppen, sagt Deepak Odi, der Manager der Luxusfirma. Oben und unten, praktisch keine Mittelklasse. Und zwischen oben und unten gibt es eine riesige Lücke. Hochpreiskonzepte sind in Entwicklungsländern darum einfacher durchzusetzen als in entwickelten Ländern. Wir lassen uns einen exotischen Cocktail mixen und fragen uns dabei, was der nette Manager eben eigentlich gemeint hat. Fest steht eins: Bangkok gehört zu den quirligsten Metropolen Asiens. Unter uns die Skyline. Jetzt geht's ins Bett. Le Bed Supper Club, die Spielwiese der Jungen, Schönen und Reichen. Mit coolem Design und hyper-trendy Shows hat sich die Kreuzung aus Disco und Restaurant zur ersten Chill-Out-Adresse hochgehypt. Abendessen im Bett. Und bei Bedarf legen dienstbare Geister im Bett auch Hand an. Am Abend, je später, desto Promi, strömen die Models heran. Hier kommt Yo, das Supermodel von Bangkok, immer am Handy.
It's party time. Und Jo, 27, mit bürgerlichem Namen Yosabadi Hasadivicit, sagt, wie es ist. Wenn ich ausgehe, gibt's nur einen Grund dafür. Ich will Spaß. Denk nicht so viel. Hab Spaß. Also rein in die gute Stube der gemachten Betten. Der Mann mit dem Krauskopf macht Stimmung. Jo und ihre Schwester nippen Champagner. Wie Jo bei dem Krach noch telefonieren kann, bleibt ihr Geheimnis. Das Barpersonal schwitzt, alle anderen bleiben cool. Sehen und gesehen werden, alle Wege führen ins Bett. Die Partner finden sich, wohl auch Models. Bangkok will eine internationale Modestadt werden. Die Modelszene boomt, männlich wie weiblich. Modemodels dürfen umsonst herein, gewöhnliche Sterbliche zahlen umgerechnet 15 Euro, das halbe Monatsgehalt einer Verkäuferin in Bangkok. Verkäuferinnen kommen darum auch nicht. Jo ist einfach perfekt. In der Kunst mit vielen Worten wenig zu sagen. Hier sagt sie, bin ich am liebsten. Uns zieht's noch einmal zurück zum State Tower und der Sky Bar. Die gehört einer umtriebigen Hotelgesellschaft, spezialisiert auf ausgefallene Luxusgastronomie. Die steht in Thailand, einem Land der dritten Welt, ganz offenbar in Blüte. Warum eigentlich? In Entwicklungsländern grasen, handeln und spekulieren. An den alten Kommunistenführer und Staatsgründer Ho Chi Minh denkt hier kaum noch jemand. Das Wahrzeichen der Stadt ist das rasende Moped. Der Saigon River heißt auch heute noch so. An seinem Ufer schlägt das kapitalistische Herz der Stadt. Und dies millionenteure Hochhaus gehört einer der reichsten Frauen von Vietnam, Duong Tham Thuy. Frau Thuy inspiziert den Ausbau einer der Luxus-Apartments in ihrem Haus. Vor 20 Jahren, sagt sie, war sie so arm wie die Arbeiterin hier. Die Lohnkosten in Vietnam, sagt sie, sind auch heute noch niedrig. Und wenn sie mit den Handwerkern redet, wird es ganz klar, sie ist der Chef hier. Dass Frauen in Finanzdingen das Sagen haben, hat durchaus Tradition in Asien. Diese Apartments vermietet sie an vornehmlich japanische Geschäftsleute für 3 Zimmer, einige 1.000 US-Dollar. Vor 4 Jahren, sagt sie, habe ich das Land hier gekauft. Sein Wert hat sich inzwischen verdreifacht. Durchs rasende Moped-Gewühl, Frau Thuy unterwegs zu ihrem anderen Hochhaus im teuersten Viertel von Ho Chi Minh City. Touristen spielen Vietcong. Colonel Pham Thanh Thanh spielt bisweilen den Fremdenführer in den Tunnel von Cu Chi bei Saigon. Der Colonel kämpfte einst aus den Tunneln heraus jahrelang gegen die US-Armee. Der Panzer steht noch da, wo wir ihn damals geknackt haben, sagt er. Das Schlachtfeld von damals ist heute eine Art Guerilla-Park für Touristen. Action an der Kalaschnikow. Der Colonel guckt amüsiert und hilft beim Ballern. Die ausländischen Touristen wissen nicht, wie schlimm es damals war im Krieg, sagt der Colonel. Und unsere jungen Vietnamesen auch nicht. In fließendem Japanisch demonstriert Frau Thuy, was sie letztlich reich gemacht hat. Sie kann verkaufen.
Mit solchen Stickereien machte sie ihr erstes Geld Anfang der 80er Jahre. Handarbeit, die auch heute noch billig zu kaufen ist. Für so eine Tischdecke brauchte ich 10 Tage, sagt sie. Aber ich konnte teurer verkaufen als die anderen, denn ich wusste, was die Kunden wollten. Damals waren es die Russen. Ich sprach Russisch, sagt sie. Heute hat sie eine Kette solcher Läden. Die Russen gingen, es kamen Japaner und Kunden aus dem Westen. Frau Tö hat 2 Söhne. Gia ist 4. Himmels. Reliefbilder der Apsara zieren die Tempelwände von Angkor. Für unsere 3 hier sind das buchstäblich Berufskolleginnen. Ja, sagt Soda, wir fühlen uns ihnen verbunden. Wir tanzen in ihrem Stil, tragen dabei die gleichen Kleider und Frisuren. Angkor mag heute überlaufen sein, aber für Kambodscha sind die Tempelanlagen Ausweis nationaler Würde und kultureller Identität. Die modernen Apsara, wie unsere Soda, fühlen sich als Bewahrer des Kulturerbes von Kambodscha. Minenopfer machen Musik für Almosen. Angkor war im Bürgerkrieg von den Roten Khmer vermint worden. Kambodscha, das Land der Killing Fields, hat unglaubliches Leid gesehen und ist auch heute noch bitterarm. Der teils vom Dschungel durchwucherte Tempel Taprom ist 800 Jahre alt. Kambodschas Blüte liegt lange zurück. Der Kontrast zwischen historischer Hochkultur und heutiger Armut tut gerade jungen Leuten weh. Es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen, sagt Soda vor dem Relief ihrer frühen Vorgängerinnen. Es macht traurig, sagt sie, zu sehen, wie arm wir heute sind. Stolz sein können wir auf unsere Vergangenheit. Als Bewahrerin des Erbes von Angkor verdient Chen Chan Soda pro Monat weniger als die Touristen pro Tag ausgeben. Umgerechnet keine 40 Euro. Der Staat hier hat kein Geld für Kultur. Am Nachmittag Proben vor Angkor Wat. Es ist der absolute Höhepunkt eines Bühnenjahres, wenn das königliche Ballett von Kambodscha vor dieser Kulisse tanzen darf. Unser Ensemble tanzt genauso wie die Tänzerinnen der Steinreliefs von Angkor Wat, sagt Direktorin Nala Him. Ja, sagt sie, dies ist die Elite des klassischen Balletts. Wir repräsentieren Kambodscha in der ganzen Welt. Soda hinter der Bühne, in einem Zeltverschlag wird geschminkt und anprobiert. Noch 1 Stunde bis zum Auftritt vor dem berühmtesten Tempel von ganz Asien. 10 geht auf die internationale Schule. Er sieht doch aus wie ein Ausländer, sagt sie stolz. Aber er gleicht dem Vater. Ja, Gott sei Dank, sagt sie. Neben Frau Thüs Geschäftshaus residiert sozialistische Verwaltung. Und nicht weit davon auch der Gemüsehöker. Nicht alle Menschen in Ho Chi Minh City sind reich. Die Schönen und die Reichen Vietnams treffen sich in Frau Thüs Restaurant. Erst wenige Vietnamesen können sich solchen Luxus leisten. Viele Gäste sind Ausländer. Saigon ist ein Tummelplatz für Investoren und Unternehmungslustige aus aller Welt. Frau Thös Küchenchef kommt aus Deutschland. Er sieht Vietnam als eine große Chance für sich und vor seiner Chefin hat er durchaus Respekt. Sie kann schon sagen, wo es lang geht. Ja, das ist gut, aber ja. Dies wird demnächst ihr privates Penthouse, 600 Quadratmeter. Hier wohne ich, dort die Kinder und mein Schwiegervater. Der nämlich hatte ihr einst das Startkapital von $1,000 gegeben. Sie wurde reich, als 1986 Vietnams Regierung privates Wirtschaften erlaubte und sich für Ausländer öffnete.
Frage, wie reich sind Sie? Eine Freundin von mir ist Ärztin, sagt sie, sie verdient $2,000 im Monat und hält sich für reich. Eine andere Freundin hat 5-6 Millionen Dollar. Sie denkt, sie ist arm, sie will mehr. Ich weiß nicht, sagt sie, ob ich reich bin. In Frau Thös Restaurant lagern teuerste Weine, aber ein Viertel aller Vietnamesen lebt unterhalb der Armutsgrenze. Warum geht es dieser Familie besser? Frau Thös Ehemann hat eine einfache Erklärung. Wir haben hart gearbeitet und vielleicht haben wir einfach Glück gehabt, sagt er. Meine Frau kann was und sie spricht viele Sprachen. Eigentlich, sagt der etwas freche Sohn von der Seite, eigentlich macht alles die Mama. Zurück auf dem Touristenschlachtfeld von Cu Chi und bei Colonel Tan. Die Tunnel sind für die Touristen erweitert worden. Die echten Tunnel des Vietcong waren viel enger, sagt der Colonel. Was er vom neuen Reichtum Vietnams hält, die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind zu groß, sagt er. Ho Chi Minh war für Gleichheit und er hat uns immer ein einfaches Leben empfohlen. Er wäre über das Vietnam von heute nicht erfreut. Tag wird geschminkt und anprobiert. Noch eine Stunde bis zum Auftritt vor dem berühmtesten Tempel von ganz Asien. Westliches Vorspiel. Eine französische Balletttruppe tanzt in der Tropennacht zu Mozarts Requiem. Gleichzeitig spendet die alte Kolonialmacht Frankreich für Kambodschas Königsballett. Hinter der Bühne die Ballettchefin assistiert beim Anlegen der Krone. Soda tanzt seit ihrem 8. Lebensjahr, aber noch immer ist sie vor dem Auftritt aufgeregt. Soda tanzt heute Abend die weiße Apsara, sagt Nala Him. Sie führt die anderen. Und dann der Auftritt. Jedes Detail, jede Handbewegung ist exakt einstudiert und hat eigene Bedeutung. Ebenso der Ausdruck des Gesichts. Experten übrigens bezweifeln, dass Kambodschas klassischer Tanz nur auf die Angkor-Zeit zurückgeht. Bewegungen und Kostüme zeigen spätere Einflüsse aus dem Nachbarland Thailand. Aber welche Rolle spielen solche Zweifel schon in der Nacht der Nächte für den Star Chen Chan Soda? Die Ebene der Tonkrüge gehört zu den geheimnisvollsten Orten der Erde. Denn niemand weiß, wer in grauer Vorzeit hunderte solcher Krüge hier aufgestellt hat. Und die Arbeit der Archäologen ist schwierig und vor allem gefährlich. Denn kein zweites Gebiet der Welt ist so verseucht mit Minen und alten Bomben moderner Kriege. Es gehört zu den großen Rätseln der Menschheit. Das Weltwunder der steinernen Fässer im Hochland von Laos ist noch weitgehend unerforscht. Der Grund dafür sind Bomben. Die Archäologin Julie van den Berg aus Belgien und ihr laotischer Kollege Samlane Luangafai arbeiten in einem von Krieg gezeichneten Gelände. Bombenschäden, erklärt Samlane, ausgerechnet dies Gebiet der 2000 Jahre alten Kulturdenkmäler war eins der blutigsten Schlachtfelder im Vietnamkrieg. Zwischen den Steinfässern verschanzten sich vietnamesische und laotische Truppen. Ihr Kriegsgegner Amerika antwortete mit den schlimmsten Diese merkwürdige Begegnung der surrealen Art gehört auch zum Besuch auf der Farm bei My Tho im Mekong-Delta. Die weiße Schildkröte gilt als eines von nur zwei überhaupt existierenden Exemplaren. Angeblich soll sie 200 Jahre alt sein.
Es wurde untersucht, ob das US-Kampfgift Agent Orange aus dem Krieg verantwortlich für die Mutation ist, sagt er. Es sieht nicht danach aus. Es wird erzählt, dass diese Tiere 1000 Jahre alt werden. Da hätte sie noch einiges vor sich. An dieser Viper will uns Vien zeigen, was der eigentliche Zweck der Schlangenfarm ist. Vorbereitung für das Abzapfen von Schlangengift. Das Gift geht ins Labor, sagt er. Das macht Serum gegen Schlangenbiss daraus und Medizin gegen Schmerzen. Giống như là bột ngọt mới được. Cái còn này là còn nước thì chưa. Hochgefährliche Operationen an der offenen Schlangengrube. Das ist Schlangenfraß. Zeit für die Fütterung der Raubtiere. Die Touristen sehen es mit gemischten Gefühlen. Schlange frisst Schlange. Und sie will auch nichts davon abgeben. Vien hält respektvoll Abstand. Die Tiere sind extrem futterneidisch, würden sich im Zweifel gegenseitig fürs Fressen umbringen. Nein, sagt er, ich bin noch nie gebissen worden. Ich bin sehr vorsichtig. Ein bisschen unheimlich ist schon auf der Schlangenfarm von Vietnam. Asiens Frauen sind süß. Sie holen dem Manne das Bier und halten sich aus allem Wichtigem heraus. Oder? Wohl eher nicht. Wir stellen vor, die Boom Lady von Saigon. Saigon. Die Stadt heißt heute offiziell Ho Chi Minh City, aber ihre Bewohner sind viel zu beschäftigt. Sie rackern und rasen, handeln und spekulieren. An den alten, mächtigen Mekong endet hier. Ob Chinas Staudämme allein dafür verantwortlich sind, bleibt unklar. Zwei sind bereits gebaut, viele weitere geplant. Das Nachtleben von Bangkok ist berüchtigt. Eine Nacht in Bangkok, das gilt als der Traum des Sextouristen. Aber das Nachtleben des modernen, jungen Bangkok ist ganz anders, ist hip und trendy. Wir stellen vor, die Nachtbar, in der man gleich ins Bett geht. Geduld, Geduld. Dies ist noch nicht die Bettbar. Für die ist es noch zu früh. Dies ist erst einmal das Höchste. Wir sind in der Sky Bar im 63. Stock des State Tower Hochhauses in Bangkok. Unter uns die Skyline. Jetzt geht's ins Bett. Le Bed Supper Club, die Spielwiese der Jungen, Schönen und Reichen. Mit coolem Design und hyper-trendy Shows hat sich die Kreuzung aus Disco und Restaurant zur ersten Chill-Out-Adresse hochgehypt. Abendessen im Bett. Und bei Bedarf legen dienstbare Geister im Bett auch Hand an. Am Abend, je später, desto Promi, strömen die Models heran. Hier kommt Yo, das Supermodel von Bangkok, immer am Handy. It's party time. Und Yo, 27, mit bürgerlichem Namen, Yosavadi Hasadivichit, sagt, wie es ist. Wenn ich ausgehe, gibt's nur einen Grund dafür. Ich will Spaß. Denk nicht so viel. Hab Spaß. Also rein in die gute Stube der gemachten Betten. Der Mann mit dem Krauskopf macht Stimmung. Jo und ihre Schwester nippen Champagner.
Wie Jo bei dem Krach noch telefonieren kann, bleibt ihr Geheimnis. Das Barpersonal schwitzt, alle anderen bleiben cool. Sehen und gesehen werden, alle Wege führen ins Bett. Die Partner finden sich, wohl auch Models. Bangkok will eine internationale Modestadt werden. Die Modelszene boomt männlich. Erbt sagte, es ist schlechtes Land. Wir sind nahe am Meer, das Seewasser versalzt den Boden. Im Dorf Anduk lebt ein Drittel der Einwohner unterhalb der Armutsgrenze. Wir sind arm, sagen die Frauen, weil man uns kein Wasser herbeischafft. Vier bis fünfmal pro Tag radelt die Frau von Bauer Fuok zum 3 Kilometer entfernten Brunnen, um Trinkwasser für die Familie zu kaufen. Zwei Eimer Wasser kosten umgerechnet 2 Cent, aber das ist viel Geld hier. 10% des Familieneinkommens geht für Trinkwasser drauf und das mitten im Delta des Mekong. Hinter unseren Häusern fließt der Fluss, sagt die Brunnenverwalterin, aber er ist zu nichts Nütze. Noch mehr Staudämme, noch mehr intensive Landwirtschaft im Oberlauf des Mekong, so weiß man in Vietnam, wird das Problem noch weiter verschärfen. Knapp 2000 Kilometer flussaufwärts, unterwegs mit dem lokalen Passagierboot in Laos. Das Land ist derzeit in bei Abenteuertouristen. Zur Trockenzeit sinkt der Pegel des Flusses hier stets um mehrere Meter. Die Stromschnellen werden bei flachem Wasser ziemlich gefährlich. Der Mekong ist ein nicht regulierter, noch weitgehend wilder Fluss. Aber neuerdings, sagt unser Bootsmann, gibt es zur Trockenzeit noch weniger Wasser als sonst. Liegt es an den Dämmen der Wasserkraftwerke weiter oben in China oder am Klimawandel? Wer weiß, sagt er. Das hört man häufig entlang des Mekong. Mit dem Fluss stimmt neuerdings etwas nicht. Wir sind am goldenen Dreieck, einst als Drogenzentrum berüchtigt. Rechts Laos, links Burma, hinter uns Thailand. Hier beginnt der Oberlauf des Mekong. Mehr und mehr Frachter aus China kommen hierher. Der Mekong wird zur Handelsader zwischen China und Südostasien. Die Fischer im goldenen Dreieck sind nicht sonderlich glücklich mit der neuen Entwicklung. Der Fischer Nin Lapsurimang hat Besuch. Smart Phulayao arbeitet für eine thailändische Umweltschutzorganisation, die kritisiert die Staudammprojekte in Thailand und vor allem in China. Chinas Dämme, sagt er, stören den natürlichen Wechsel zwischen Hoch- und Niedrigwasser. Das zerstört den Lebensrhythmus der Fische hier. Immer mehr Fischarten sterben aus. Die Fischersiedlung Sop Ruak auf der thailändischen Seite des Mekong. Laos will, dass sein Kulturdenkmal in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wird. Dazu aber müsste man mehr darüber wissen. Bis heute ist unbekannt, welches urzeitliche asiatische Volk die Fässer errichtet hat und zu welchem Zweck das geschah. Aber so unglaublich das klingt, unsere beiden Forscher sind die einzigen, die sich vor Ort um diese Fragen kümmern. Noch dazu mit kleinstem Budget. Die beiden Archäologen klettern durch gefährliches Gelände. Hier ist noch kein Munitionsräumtrupp je hingekommen. Oh my God, wow! Ein halbfertiges Steinfass. Im deutschen Sprachgebrauch heißt das Gebiet Ebene der Tonkrüge. Ein Übersetzungsfehler. Es sind Fässer aus Stein. Die Gebilde sind bis zu 3 Meter hoch und wiegen zum Teil mehr als 10 Tonnen. Julie van den Berg ist begeistert von diesen Funden, aber Frage, ist es nicht gefährlich an diesem Berg? Ja, sagt sie, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf Munition treten. Aber was sollen wir sonst machen? Und ihr laotischer Kollege macht klar, Bomben räumen kostet Geld, das ist knapp, es gibt, sagt er vorerst, andere Prioritäten.
Bei unserer Rückfahrt durch die Dörfer wird deutlich, warum Laos wenig Geld für das Kulturdenkmal hat. Laos gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Menschen hier erwarten von der kommunistischen Führung bessere Wasserversorgung und die Räumung von Bomben auf ihren Feldern. Ein weiterer Räumtrupp von Uxo Lao hat Clusterbomben ausgemacht. Uxo steht für Unexploded Ordnance, nicht explodierte Munition. Uxo Lao ist der größte Arbeitgeber im Land. Laotische Touristen stolz auf ihr Erbe. Vom internationalen Tourismus ist dies Weltwunder noch weitgehend unberührt wegen der Bomben. Der mächtige Mekong ist eine asiatische Ikone. Auf seinem Weg hinab aus China durch Südostasien ist der Fluss der große Lebensspender der Region. Aber der Mekong gilt als gefährdetes Flusssystem. Wir wollten wissen, warum das so ist. Wir haben ihn bereist, den großen Fluss von Asien. Der Mekong-Riesenwels ist der größte Süßwasserfisch der Welt. Aber die Art ist vom Aussterben bedroht. Im Mekong, dessen Namen er trägt, kommt er praktisch nicht mehr vor. Biet Ebene der Tonkrüge, ein Übersetzungsfehler. Es sind Fässer aus Stein. Die Gebilde sind bis zu 3 Meter hoch und wiegen zum Teil mehr als 10 Tonnen. Julie van den Berg ist begeistert von diesen Funden, aber Frage, ist es nicht gefährlich an diesem Berg? Ja, sagt sie, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf Munition treten. Aber was sollen wir sonst machen? Und ihr laotischer Kollege macht klar, Bomben räumen kostet Geld. Das ist knapp. Es gibt, sagt er, vorerst andere Prioritäten. Bei unserer Rückfahrt durch die Dörfer wird deutlich, warum Laos wenig Geld für das Kulturdenkmal hat. Laos gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Menschen hier erwarten von der kommunistischen Führung bessere Wasserversorgung und die Räumung von Bomben auf ihren Feldern. Ein weiterer Räumtrupp von Uxo Lao hat Clusterbomben ausgemacht. Uxo steht für Unexploded Ordnance, nicht explodierte Munition. Uxo Lao ist der größte Arbeitgeber im Land. Laotische Touristen stolz auf ihr Erbe. Vom internationalen Tourismus ist dies Weltwunder noch weitgehend unberührt wegen der Bomben. Der mächtige Mekong ist eine asiatische Ikone. Auf seinem Weg hinab aus China durch Südostasien ist der Fluss der große Lebensspender der Region. Aber der Mekong gilt als gefährdetes Flusssystem. Wir wollten wissen, warum das so ist. Wir haben ihn bereist, den großen Fluss von Asien. Der Mekong-Riesenwels ist der größte Süßwasserfisch der Welt. Aber die Art ist vom Aussterben bedroht. Im Mekong, dessen Namen er trägt, kommt er praktisch nicht mehr vor. Meta Kachapichat ist Biologe in diesem Fischforschungszentrum im Norden von Thailand. Er züchtet den Riesenwels in dafür angelegten Fischteichen. In freier Natur würde diese Welsart noch viel größer, aber dort findet man sie nicht mehr. Seit China im Oberlauf des Mekong-Staudämme gebaut hat, sagt er, sind die Wanderungswege der Welse blockiert. Sie kommen nicht mehr an ihre Laichgründe. Stark ist er jedenfalls, der Mekong-Riesenwels. Der mächtige Mekong, die Hauptschlagader von